Am Mittwoch gab der BfH zwei erfreuliche Urteile für Arbeitnehmer bekannt. Sie betreffen jeden, der Tag für Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt. Nach den neuen Entscheidungen haben Angestellte jetzt bessere Möglichkeiten, bei der Pendlerpauschale längere Strecken als die kürzeste Entfernung zum Arbeitsplatz anzusetzen. Zum Hintergrund: Grundsätzlich wird als Entfernung die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zugrunde gelegt. Eine weitere Strecke akzeptiert das Finanzamt nur, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist. Das machten die Finanzämter bisher an der Zeitersparnis fest. Längere Strecken wurden nur akzeptiert, wenn sich die Fahrzeit pro Weg um mindestens 20 Minuten verkürzte. Hierbei werden die Angaben des Steuerzahlers vielfach überprüft, da die Sachbearbeiter im Finanzamt inzwischen Routenplaner einsetzen. Dieser schematischen Sichtweise erteilte der BfH nun eine Absage. Er verwies auf seine bisherige Rechtsprechung, die für eine offensichtlich verkehrsgünstigere Strecke nicht allein auf die Zeitersparnis abstellt. Bei der Forderung nach einer 20-minütigen Ersparnis, wie sie die Finanzämter fordern, wird außerdem nicht berücksichtigt, dass Arbeitnehmer unterschiedlich lange Wege zur Arbeit haben. Wer auf der kürzesten Strecke nur 20 Minuten braucht, kann unmöglich mindestens 20 Minuten sparen, egal welchen Weg er nimmt. Der BfH hob hervor, dass eine Strecke auch verkehrsgünstiger sein kann, wenn der Arbeitnehmer wenig oder gar keine Zeit einspart. So können die Streckenführung, Ampelschaltungen und andere Gründe ausschlaggebend für die Wahl der längeren Strecke sein. Die Finanzämter dürfen nach den neuen Urteilen bei der Entfernungspauschale auch keine Strecken mehr ansetzen, die sie selbst für verkehrsgünstiger halten, die der Arbeitnehmer aber gar nicht benutzt hat. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Finanzverwaltung mit den Urteilen umgeht.